Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt aber ja, bevor wir anfangen, ich habe keine fettigen Haare. Das ist Kokosöl. Es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man schwitzt oder man schwitzt halt wirklich, dann holt man sich so ein Deotuch, reibt es sich halt unten in den Achseln und ich muss sagen, wo ich geschwitzt habe, habe ich mir so ein Deotuch benutzt. Und ist bei der Hammer. Gerade wenn man sich mit zwei Mädchen trifft, will man noch besser aussehen als sonst. Und man soll ja auch gut riechen. Leute, die kann man überall reinstecken. Das war richtig, war echt lustig. Da ist es wirklich der Hammer. Ne? Der Hammer ist es. Oh, siehst du aber echt heiß aus in dem Teil. Ah, du es, du siehst auch klasse aus. Ich find's der Hammer. Also, sowas muss ich wirklich wieder nachkaufen. Also, wie gesagt, bin ich auch so Leute, seit die einfach schwitzen und man möchte kein Deo-Spray oder Roll-On mitnehmen. Sind so ein Tuch wirklich richtig toll. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt ein What in my also mein Kühlschrank, Tag. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Jo, hier steht es also, ne? Ja. Ich benutze das nur, um das Sand in mein Auge wegzumachen, wenn ich ausschaue. Ich habe sie schon in Gebotschen, doch die, wozu sind die in Gebotschen, sind in dieser wunderschönen Kiste drin. Ich soll jetzt schon trinken. Lecker, lecker. Ich finde, der Duft erstmal mega Hammer oben auf den Titten. Geil. So. Pumpspender ist. Mein, ich flieg da noch runter, ey. So. Mann, ey, beim Schwitzen fliegt man runter. Sehr toll, ich muss wieder Kaffee trinken, tut mir leid. Lecker, lecker. Auf jeden Fall, also mein Senior-Pult muss ich trinken. Ah, lecker, lecker. Ich bin bei der Pubertät. Und ich muss wieder trinken. Ah, lecker, lecker. So. Hab ich ja? Ey, Leute, wartet mal hier erstmal. Habe ich das angespuckt? Hoffentlich nicht, oh Mann. Das wäre es noch, wenn ich euch angespuckt hätte. Auf jeden Fall von Balea ist Balea. Weil der Duft einfach der Oberhammer mega Affen-Titten geil ist. Einfach ohne Scherz. Ich mag diesen Duft, der ist wirklich richtig, richtig top. Mann, Leute, mein Kaffee macht mich ja zappelig, ne? Ah, lecker, lecker. Ah. Ich liebe und das ist. Ah, ich liebe das Guff. Duft. An allen 14-jährigen Jungs oder Mädels da draußen oder Jungs, trinkt keinen Kaffee in der Nacht. Das, ihr seht es an mir selbst. Ich würde hier langsam verrückt. Ich würde dann liebsten hier rumzappeln und Lady Gaga hören und mich hier auf den Boden schreien und ihr auch gerade mal nachmachen, ich könnte ja wirklich durchdrehen, ne? Also für alle, die jetzt denken, hier mit 14 Jahren schon Kaffee zu trinken, hört bitte auf, wartet noch vielleicht ein paar Jahre. Ich bin hier schon zappelig genug, vielleicht am Tag ist es besser, aber ich eben mit, oh nee, auf jeden Fall nicht. Also wenn ich traurig bin, vielleicht trinke ich mal Kaffee, ein bisschen zappelig, halt ist es noch vielleicht durch, aber ich rede jetzt hier vielleicht... I go hard in the motherfucking paint, nigga. Leave you stankin', nigga. What the fuck you thinkin', nigga? I won't die for this shit or what the fuck I say. Front yard, broad day with the S.